Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Spielebereich. Damit fange ich mal an, weil ich es gerade gesehen habe. Das dürfen wir nicht vergessen, da einen größeren zu machen. Ich weiß nicht, ob wir den sogar wegnehmen und einfach oben einen machen, wo wir Platz haben. Da fehlt noch einmal so eine Wand. Und gehen wir mal dahin, was wir am Mittwoch gebaut haben, beziehungsweise was noch am Ende vollendet worden ist. Unser neuer Verkaufsbereich mit Sushi, Snack, Superfood und Pizza. Ich habe auch die Mitarbeiter angepasst. Die vier Stände haben jeweils jetzt immer drei. Die beiden haben zwei Mitarbeiter, weil dann einfach, also die Nachfrage war halt so hoch, dass hier mehr Mitarbeiter benötigt worden sind. Und dann habe ich das alles angepasst. Heißt, mit der Etage sind wir jetzt, wenn wir hier einen Strich ziehen würden, soweit durch, oder? Ja, wir könnten hier unten vielleicht nochmal was anpassen. Damit auch das grün, obwohl haben wir ja auch nicht. Ja, dann lassen wir das so. Dann ist es halt neutral. Hiermit sind wir dann soweit durch. Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Heißt, dritte Etage ist die letzte, wo wir noch was grob zu oder groß zu tun haben. Ich würde jetzt mal anfangen mit den, Verstärker war das, glaube ich. Ja, genau, die habe ich gesucht. Ich will jetzt mal mit dem Raum anfangen, wo die am Ende drin stehen. Das ist dieser hier. Damit wir den einfach schon mal haben. Ich weiß nicht, wie viel wir am Ende brauchen. Ich mache jetzt einfach acht Stück sind das. Da ist auf jeden Fall genügend Platz. Vielleicht nochmal für einen kleinen. Wie groß ist der kleine? Und das 3, Verstärker. 2 sogar nur heißt, hier könnten wir noch einen platzieren, hier vor und hier, wenn noch Not am Mann ist. Ja, dann machen wir noch Steph Door, Personaltür. Kommst einfach mal hier hin. Gut, dann haben wir den Raum auch fertig, soweit. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht größer, im Zweifel machen wir nochmal irgendwo einen hin. Heißt, diese Fläche jetzt hier können wir nochmal benutzen für eine erste Klasse Lounge. Würde ich jetzt nicht jetzt machen, weil wir jetzt gerade, weil wir vor kurzem SD gemacht haben. Ich würde jetzt doch mal Richtung Geschäfte und so gehen. Gehen wir ruhig nochmal einen hoch, damit wir hier nochmal irgendwie was dekorieren können. Und hätte jetzt gesagt, hier machen wir eine Viererbreite rüber. Hier auch. Zack, bis hier hin. Ja, komm, du kannst ruhig 6 hoch sein. Heißt, hier haben wir nochmal einen Bereich zum chillen und ja, rechts und links auf jeden Fall auch. Und oben würde ich dann mit den Geschäften anfangen. Ziehen wir am Ende drüber, drunter oder machen, ja, für uns ist es am Ende drüber, Havan. Ja, ich würde das gerne auch wieder trennen, das hat irgendwie, finde ich irgendwie cooler. Also Apotheke 1, Bücher 2, Kleidung 3, Make-up 4, Schmuck 5, Schuh 6, Souvenir 7, Süßigkeit 8 Läden. Das wird, glaube ich, zu viel, wenn ich das jetzt durch. Wenn wir jetzt die komplette Breite nehmen. Aber wir hätten zumindest viel Platz, was richtig Geiles zu machen. Okay, wir sind jetzt bei 88. Da müssen wir, wenn wir 8 Stände machen, müssen wir 7 abziehen wegen den Wänden in der Mitte. Dann wären wir bei 81 durch 8. Ja, das wäre eine 10er Breite für jeden. Das ist zu viel. Ich baue einfach mal drauf los. Wir fangen jetzt von. Da kommen wir lesen von links nach rechts. Dann machen wir jetzt von rechts nach links. Und wenn da oben noch Platz ist, machen wir da eine richtig geile Zockerecke hin. Oder wir machen jetzt 4 von links, 4 von rechts. So, Verkauf, Apotheke. Also ich will auch hier wieder das Ganze ein bisschen zu haben. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Erstmal einmal gucken, wie alle denn so aussehen. Okay. Ja, dann machen wir die komplett zu. Stände. Ah ne, du bist sogar eins weit unten, dass man da gut drum herum gehen kann. Wenn hier unten noch Büsche oder sowas sind. Also okay, wir werden aber bereit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So
Okay, das wird gar nicht so. Also, so wenig wird das alles gar nicht. Einnehmen vom Platz. Also, es wird. Könnte alles doch relativ groß werden. Hier kommt die Kasse hin. Dann machen wir die Wand hier hin. Ja, jetzt ist halt die Frage, Wand oder nicht. Ich würde mal keine Wand machen. Ich gehe einfach mal mit den Büschen. Wir vertrauen einfach mal unseren. Aber wir könnten das ja sogar so offen lassen. Wird ja noch besser aussehen. Jetzt bin ich mir überlegen, hier einen Planter einzumachen. Der könnte ein bisschen mehr grün machen. Weil wir müssen ja bis hier oben in die Ecke kommen. Gut, dann machen wir das. Dann haben wir dich soweit. Dann, was kommt als nächstes? Bücher. Na gut, Bücher wird natürlich jetzt wieder ein bisschen kleiner, weil wir nur zwei Sachen haben. Oh, 61 pro ist natürlich auch eine ganze Menge. Bei Büchern müssen wir ein paar mehr verkaufen. Mache ich die jetzt schon hier hin oder mache ich einen rüber? Ich mache die, glaube ich, dahin. Wand wäre dann hier und wieder der Planter. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann nochmal gut Personal einstellen, aber das, ja gut, wären dann 8 Personen, das hält sich in Grenzen. Also wir können halt hier überall, da können wir noch eine Pflanze hinmachen, da. Ich will jetzt nicht 6 Regale oben hinstellen oder hier oben sogar 8 Stück, weil so viel werden wir nie verkaufen. Und wir liefern ja eh häufig an oder häufiger an. So, Bücher haben wir dann auch. Kleider, ja, okay. Machen wir 3 Stück. Hier die Kasse hin. Wir hätten auch, wir könnten auch alle Kassen oder alle Planter am Ende machen. Das, ja, oder wir machen. Wir gehen nach und nach durch. Ist vielleicht sogar besser. So, jetzt haben wir schon 3. Eine Sache fehlt noch. Ich will nämlich, so gut wie die Spielezone ankam, will ich die nämlich in der Mitte haben. Von den Treppen. Deswegen einmal von rechts, ich anfange, einmal von links. Make-up ist das nächste. Können wir auch so machen. Mit hier 2 finde ich sogar gar nicht so schlecht. Ja, mal ein bisschen was anderes. Ich würde mal hier einfach mal 2 gegenüber. Da reichen 2. Ach komm, dann gehen wir hier bis nach ganz oben. Haben wir hier genügend Platz. Ich habe mal im Übrigen geguckt, woran das liegt, dass das Spiel so leckt. Es liegt an meiner CPU, die ist zu schlecht. Oder was heißt, die ist zu schlecht? Mittlerweile ist die zu schlecht für das Spiel. Ich nehme jetzt aber nicht mehr über die CPU auf, ich nehme jetzt über die Grafikkarte auf. Deswegen entlaste ich ein bisschen die CPU. Das könnte, müssten wir irgendwann mal merken, dass es halt weniger leckt. Oder vielleicht ist es euch schon aufgefallen, Mittwoch war das auch schon der Fall. Obwohl, wir gucken jetzt hier in so einem kleinen Bereich mit einfacher Geschwindigkeit. Nee, das dürfte eigentlich noch nicht aufgefallen sein. Schmuck als nächstes. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass der hinten in der Ecke ist. Also das ist auf jeden Fall die Ursache dafür gewesen, dass es am Laggen war, dass meine CPU einfach nicht hinterhergekommen ist. Die entlaste ich jetzt ein bisschen. Und irgendwann wird es dann eine neue werden. Dadurch, dass ich auch versuche, den Streaming-Dienst einzuführen, der bis jetzt immer schlecht war von der Qualität her, habe ich halt ein bisschen mal geguckt, woran denn alles liegen könnte. Und ja, es ist einfach die CPU, die den Spaß nicht mitmachen möchte. In der Qualität, die ich gerne haben würde. Oh, du musst sogar noch einer hinten, ne? Wenn ich einen Zweiergang in der Mitte haben möchte. Achso, ne, bei einem stellen sie sich sogar schon davor. Okay. Dann passt das so. Ne, dann kommt die doch einer hinten.
Ja, also dementsprechend bin ich ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen und ja, CPU gefunden. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das handle. Sonst seid ihr auch gerne mal dienstags eingeladen. Kommt am besten auf den Discord. Meistens Multiplayer-Spiele, wo ich dann mit Freunden spiele. Damit es ein bisschen lustiger ist. Und den Live-Let's Plays oder so halte ich nicht ganz so viel. Und ja, ich will mich ja schon auf den Chat konzentrieren, wenn es einen gibt. Und dann finde ich das immer verwirrend, wenn man dann in den Folgen, die ja die meisten Leute gucken, dann auf irgendwas eingegangen wird, was man nicht sieht. So, was war das jetzt? Schuh. Das heißt, Souvenir und Süßigkeiten fehlen noch. Na komm, da. Die laufen bestimmt gut. Mache ich jetzt die Kasse hin. Also kommt am besten oder kommt gerne auf den Discord-Server und da erfahrt ihr dann, wenn ich live gehe, mit welchem Spiel ich live gehe. Oder irgendwann gehen bestimmt auch gerne Vorschläge, wenn ich das Spiel habe. Ist natürlich immer die Hauptvoraussetzung. Aber es wird halt nie ein Live-Let's Play geben. Also erstmal nicht. Das ergibt bei mir keinen Sinn oder für mich keinen Sinn. Was haben wir jetzt? Süßigkeiten. Braucht man viele Süßigkeiten? Das habe ich vorhin hier die ganze Zeit am Rand gemacht. Jetzt mache ich mal wieder oben. Ein bisschen Wärme kriegen wir jetzt auch. Es dürfte wieder brennen. Also ist jetzt nicht optimale Platzausnutzung. Aber habe ich auch nicht vor. Dementsprechend passt das. Und wir haben in der Mitte jetzt noch einen ziemlich großen Bereich, der jetzt zur Spielezone werden kann. Und es auch wird. Und dann, wenn das alles soweit gebaut ist, ja, wir können. Ja, okay, wir könnten schon zweimal Personal einstellen. Das macht noch keinen Sinn. Lassen wir die erstmal alles bauen. Und dann packen wir die Böden drunter. Auch hier nochmal. Dann sind die Böden vielleicht bis morgen fertig. Also, nee, also sie sind dann bis morgen fertig. So lange werde ich auf jeden Fall simulieren lassen. Und jetzt suche ich gerade die Spiele. Da, unter Deko ist es 2. Okay, da sind sie alle. Okay. Gut, wie machen wir das, was wir eine geile Spielezone haben? Also wir haben Platz ohne Ende. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ja, die sollten schon hier oben stehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Retro-Automaten. Also, oder die besser gesagt, die nur einen breit sind, mache ich erstmal am Rand. Das sind ja Einzelspieler-Geräte so. Jetzt haben wir den Flipper, wo man sich auch gerne mal drum herum stellt in der Realität, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Beziehungsweise bei dem Rennsimulator braucht man ja auch rechts und links Platz, um aufzustehen. Lassen wir hier mal einen frei. Den will ich sogar auch noch. Ne, hier wird ja die Person stehen, die spielt. Also der frei. Hier wird was hinkommen. Dann immer so weiter. Ich will mal gucken, ob das aufgeht und wie viele das am Ende wären. 8. Ja, passt doch. 4, 4. Objekte, Deko. Rennsimulation. Und ich spiele sogar mit dem Gedanken, weil ich finde das cool, wenn das immer so. Wir mögen es ja doch immer mal ein bisschen dunkler, wenn wir hier noch eine. Wenn wir es hier noch zumachen. Aber es könnte, glaube ich. Warte mal, die Spielezone hat keine Anforderung, oder? Nee, kann ich nicht anklicken. Oder wir lassen es einfach so. Wir könnten es so ein bisschen aussehen lassen. 24, 24, okay. Dann machen wir das. Aber noch so. Wir haben von den allen 5. Nochmal die Rennsimulation. Wir machen jetzt einfach nochmal zack, zack. Und nochmal 2 Flipper. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. Planung kann weg. Löschen.
So, dankeschön. Ja, das sollten sie jetzt alle bauen. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal, dass das halt auch schon mal angeliefert werden kann. Ach, gebe ich einfach direkt sein. 07. Einmal bitte das hier. Ich mach das ruhig. Nach und nach. Das könnte natürlich auch mal ein Problem sein, dass der das nicht auf einmal machen möchte, weil die bringen ja erst immer alles hin. Und ich glaube, wenn die Fläche, je größer die wird, desto höher könnte auch mal irgendwas schief gehen. Und das wird alles am Ende unser Laufweg. Und weil ich gerade dran denke, würde ich hier und hier auch schon mal gerne... Ne, hier können wir ruhig einmal komplett machen. So, haben wir das auch schon mal. So, hier würde ich jetzt einfach nur danach gehen, wer schon fertig ist und wer noch nicht. Also wer gleich ein Geschäft hat, der kriegt schon mal einen Boden. Das wäre einfach so jetzt weitermachen. Aber jetzt bin ich schlechter vorbereitet als beim letzten Mal. Denn ich weiß gerade nicht, welche Böden wir bei den Geschäften hatten. So, Geschäfte ist Stein 1. Ah, das sind dort die... Ja, genau, die. Gut, die kriegen jetzt den Boden. Das ist vielleicht ganz gut, dass da noch die Baustelle ist. Solange wir die Mitarbeiter nicht eingestellt haben. Ach, machen wir das jetzt eben andersrum hier. Damit die Kunden auch noch nicht dahin gehen. Zonen wollte ich machen. Geschäft. Einmal hier, einmal hier. Bin mal gespannt, ob die jetzt überhaupt schon hier hochgehen und gleich einkaufen würden, weil hier oben ist ja doch... Ah ne, sind Leute auf den Toiletten auf jeden Fall. Da kommt auch noch einer. Ja, lassen wir die mal ganz kurz bauen. Ich will mal ganz kurz gucken Richtung... Oh, es hat sogar im Terminal... Oh, es hat nebenan gebrannt. Sehe ich gerade. Hier, wir sind ja in Terminal 4.1, nenne ich das jetzt mal. Oder habe ich, glaube ich, auch schon mal so genannt. Was ist denn hier gebrannt? Ach, der Mülleimer oder so. Hier hängen auch ein paar Leute fest. Wie sieht's denn aus? Sieht alles gut aus. Bis auf die Tatsache, dass schon... Ja... 60% überall in den Fliegern sind und der Rest jetzt nochmal neu durch die Security muss und sich boarden muss. Oh, dafür sieht's aber hier sehr übersichtlich aus. Okay, na, dann kommst du mal weg. Und wir gucken mal, ob wir jetzt oben den Rest machen können. Ja, können wir. Außer den natürlich. Deswegen machen wir den mal ganz kurz auf eilig. Okay, dann warten wir auch nochmal kurz das Autosave ab. 28,8 Millionen haben wir mittlerweile. Gut, wir müssen irgendwann wieder Sprit kaufen. Aber der Spritpreis ist schon länger nicht gut gewesen. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt alle hier schon die ganzen Pakete auf die Treppen bringen. Na, über die Treppen hier hochbringen, dass wir den Laufweg damit fertig bekommen. Weil in der Zeit könnte ich hier auch nicht bauen. Obwohl, wie viele Leute sind jetzt hier gebunden? 2, 4, 6, 12, 20, 28 Bauarbeiter sind gebunden durch die Spielezone. Naja, wir haben ein paar mehr. Ja, passt schon, dass das mal so und mal so aussieht, aber ich warte immer noch auf den, der sich... der kommt und den fertig macht. Da haben wir ihn. Wenn das jetzt fertig ist, machen wir jetzt nochmal den Steinboden. Machen die Zone drüber. Zone, 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 da. Geschäft, jetzt müssten wir auch 8 Leute einstellen. Ja, 102, haben wir auch da die nächste dreistellige Zahl geknackt. Ja, ich würde jetzt sagen, ich... Wir sehen uns morgen wieder, wenn das alles fertig gebaut ist. Hier warte ich jetzt nochmal, bis die 28 Sachen gebaut sind. Pack den Boden drunter und mit dem Stand sehen wir uns dann morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf die Folge hat dich unterhalten. Ich habe Hoffnung, dass wir morgen fertig werden mit dem Terminal. Es fehlt ja nicht mehr allzu viel. Eigentlich nur Sitzmöglichkeiten und eine neue erste Klasse Lounge. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich sag bis morgen. Ciao.